Hallo und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zu einem zweiten Part Ultimate Team hier auf Mysterio Zocker. Und mit dabei ist MTS, unser Joey Shore. Genauso schaut's aus. Ihr seht auch schon, auf der besten Liste bin ich auf Platz 5. Und, und der Joey hat gerade angefangen. Oh, wir sind jetzt, wir haben jetzt 2200, ach, das sind jetzt Spielmünzen. Da bist du auch noch unter mir, bist auf Platz 6, also. So, was werden wir in dem zweiten Part bringen? Ihr seht es schon. Ihr seht es schon, ich weiß es ganz genau. Ihr seht über Shop die 8. Und was kann das sein? Genau. Ich habe 8 Packs in diesem verdammten Ding. Ich kann es euch nur raten, geht jeden verdammten Tag einmal in die Web-App. Ihr glaubt es nicht, entweder kriege ich Münzen 500 bis 1000 oder ich kriege so eine Packs. Und jetzt guckt mal, wie viel Packs ich in den letzten Tagen schon bekommen habe. Das ist ultimativ, Alter. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Bronze-Packs, 1, 2, 2 Silber-Packs und sogar ein Gold-Pack bekommen. Auch wenn da nur Scheiße drinne sein sollte. Egal, ich kann das alles zu Münzen machen und sich einmal in der Web-App anmelden. Joey, ist doch mal wohl wirklich ein Klacks, oder? Richtig. Also für so ein Pack auf jeden Fall, da kann ich mehr als diese 500.000 Münzen machen. So, bevor wir das machen, bevor wir die Packs öffnen, gehen wir nochmal ganz kurz auf den Transfer. Gucken mal ganz kurz, wie meine Leute da... Ich werde den Scheiß hier auch manchmal echt nicht los. Bin schon echt am Überlegen, ob ich den Scheiß einfach mal hier verhöke einfach so. Weil ich werde den Dreck irgendwie alles nicht los. Ich gebe das hier schon für 100, 200 Leute los für den übelsten Preis. Und trotzdem wird es nicht groß. Joey, ich habe auch mal überlegt, so, ne? Man könnte eigentlich auch mal wirklich so eine arabische Team machen. Weil ich habe hier schon ein paar Bronzespieler, arabische, und die haben übelsten Speed. Weißt du noch, wie wir einmal die arabischen Teams genommen haben und übelst den Speed gemacht haben? Ja, ich glaube schon. Das war ein übelst geiles Spiel. Und ich habe hier richtig viele auch. Hier gerade auch ein Silberspieler mit 77er Tempo, 73 Dribbling und so. Das ist schon richtig, richtig nice. So, aber jetzt wollen wir auch gar nicht lang drum quatschen. Wir öffnen jetzt die Packs. Joey, mit was wollen wir anfangen? Wollen wir jetzt von rechts mit dem Goldpack anfangen oder lieber erst mit dem Bronze? Ich habe kurz eine Frage. Jo. Machen wir noch ein Spiel, oder? Wir sind jetzt gerade bei 3 Minuten, also wenn wir das noch hinkriegen, können wir gerne noch ein Bronzespiel machen. Ja, würde ich ja machen, sonst habe ich alles umsonst gemacht. Das soll es natürlich nicht sein, dann fangen wir gleich mal an. Genau. Ich würde sagen, wir fangen jetzt hier gleich mal mit dem Bronze-Pack an. Wir gucken mal ganz kurz, also kleiner und günstiger als normale Bronze-Packs belieben 4 gemischte Objekte, mindestens ein Spieler ist selten. Du hast die geschenkt bekommen. Man bekommt die geschenkt. Und es ist einfach nur geil. So, und dann gucken wir mal, was uns die Animation hier so Schönes bringt. Chickens! Bring mir was Schönes. So, was bringt der mir da? Irgend so ein, ich glaube, das ist ein Irland. Irland, nee, brauchen wir nicht. Schnellverkauf. Ja, 57, ja, den kannst du gleich mal hier weg. Ein Brasilianer haben wir hier, Soares, spielt bei Acura, den werden wir bestimmt nochmal los, den machen wir mal gleich mal auf Transfermarkt anbieten, 200 und 300 Sofortkauf, bam, weg, weg, komm. So, Managerverträge brauchen wir natürlich selber, das speichern wir uns, yep. Ach so, nee, ich wollte nicht alle, ich habe jetzt gleich alle gespeichert, na ist egal. So, machen wir gleich mal das nächste Pack auf. Was erwartet uns im nächsten Pack? Trommelwirbel. Balumba! Ja, Lindberg aus Dänemark spielt bei FC Nordsjælland. Hat 76er Tempo, ist leider nicht für uns irgendwie zu gebrauchen. Und von daher biete ich den jetzt einfach mal an, weil wir haben, ich habe ein französisches. Wir gucken mal ganz kurz, das ist Spielerfitness. Twarker, nö, das finde ich jetzt nicht so klasse. Das bieten wir einfach mal an hier. Und den Rest würde ich einmal sagen, alle verbleiben im Speicher. Da haben wir nämlich einmal Fitness und einmal
Verträge in Bronze. So. Gucken wir auch gleich mal das nächste. Und wie der Trommelwirbel. Lumba, so Lumba. Und wieder nur Scheiß. Wir haben Italiener mit 55. Ah, den können wir hier mal gleich schnell verkaufen. Das wird ja hier eh nix. So, da haben wir aber einen plus Fitness. Wir haben ein Trainer plus Fitness, ne? Also das ist, ne? Und dann haben wir zwei Fitness. Ne, wir haben eine Fitnesskarte und eine Spieltrainingkarte auf Schießen. Und das speichern wir uns alles mal rein. So, weiter geht's hier in der lustigen Promo-Show. So, da haben wir Neymar drauf, aber Neymar wird hier nicht in unserem Bronze-Pack erteilen und wieder. Hoppa! Wen haben wir denn da? Rotsteiner. Ich glaube, das ist ein Österreicher, ne? Bei Wien Neustadt. Nee, können wir nicht gebrauchen. 55er. Den wäre ich auch so nicht los, wirklich. Handel ist ein Deutscher, spielt aber in der österreichischen Liga. Werden wir so vielleicht, obwohl, der hat 74er Tempo, den könnten wir vielleicht noch loswerden. Versuchen wir es einfach mal. Da haben wir noch Spielverträge in Bronze. Zwei Spielverträge in Bronze. Die holen wir uns natürlich auf. Sicher, damit sparen wir uns auch schon eine Menge Geld. Also Spielerverträge kosten, glaube ich, auch in Bronze 300 bis 400. Da sparen wir uns schon eine Menge. So, das letzte Bronze-Pack mit Messi drauf. Wen haben wir da? Wen haben wir da? Da haben wir einen Polen. Ein Polen. Der spielt bei Ruge, bei Estlasa. Aber das wird, glaube ich, auch nicht wirklich viel. Den bieten wir nur für den Mindestvertrag an. Aber wir haben wieder zwei Spieleverträge und einmal Spieletraining für passend plus 5. Nein. Alle verbleiben im Pack. So, und jetzt kommen wir zum richtig coolen Dings. Jetzt kommen wir zur Silberabteilung. Und hier sind auch wieder 4 und ein mindestens seltener Spieler drinne. Und da sind wir mal wirklich gefasst. Gefasst nicht, aber gespannt, was uns da erwartet. So, da haben wir Blake. Blake ist Wales, ja, und spielt bei Crystal Palace in der Barclays Premier League. Also schon mal ein richtig nicer Typ. Den können wir auf jeden Fall an der Transferliste für 300 bis 500 loswerden. Das dürfte auf jeden Fall was werden. Spieleverträge, Silber, klar. Spielheilung auf jeden Fall. Und ein Stadion haben wir da. Molten Road. Ja, auf jeden Fall, das behalten wir mal auf jeden Fall. Das finde ich immer top. Ne? Bis jetzt haben die Packs nichts wirklich Dolles gebracht. Aber ich sag mal so, man darf es nicht vergessen, sie sind alle irgendwo kostenlos und sie haben schon definitiv, allein durch die Spieleverträge haben sie schon ihren Wert definitiv gesteigert. Wer haben wir da? Pilut, das ist ein Argentinier, Rechtsverteidiger mit 82 Tempo. Also den werden wir auf jeden Fall für viel mehr los. Rechtsverteidiger, den bieten wir mal für 900 bis 1000. Der sollte auf jeden Fall für richtig viel loswerden. So, dann zwei Silber-Spielerverträge. Und was haben wir da? Grasshopper als Wappen. Nee, das ist mal los hier. Ich denke mal, das ist jetzt keine Beleidigung an die Grasshopper-Fans oder so. Aber ich denke nicht, dass ich dafür viel Geld bekommen werde. Oder überhaupt. So, und jetzt öffnen wir das Goldpack. Auch bei dem Goldpack ist es so, dass dort definitiv halt nur begrenzt viel drin sind. Ich denke auch nur vier Pakete mit einem seltenen und der Goldene macht. Rubbel, 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 rubbel. Oh, ich hab da was gesehen. Ja, zwei Brasilianer, Luis Adriano und Alex Santerano. Beides 82er Tempo. Ich denke mal, die werden wir auf jeden Fall für eine Menge los. Allein schon der Pace macht sich richtig bemerkbar. Ich werde die einfach mal für 1000 und 1200 reinsetzen. Das dürfte auf jeden Fall vielleicht sogar was werden. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich vielleicht ein bisschen hochgegriffen habe. Und die goldenen Spielerverträge, die erhalten wir natürlich, behalten wir natürlich selber. So. Das war's jetzt mit dem Pack-Opening und jetzt gehen wir los und wir wählen uns jetzt unsere Bronzemannschaft, unsere France Bronzy aus. Hier nee, seht ihr nochmal. Ruhig Gold nehmen, ne?
Ich kann sonst auch die Goldspieler nehmen. Ich habe auch nur Gold drin. Ach, du hast auch nur Gold. Okay, ich dachte, du hättest noch keine Goldspieler. Keine Chemie, also nur 68, aber immerhin. Okay, dann spielen wir hier mit unserem Bundesliga-Team, die schon richtig gut zusammen sind. Und dann laden wir mal unseren Joey ein. Spiel gegen Freund. Joey, 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 Joey. Und Einladung ist raus. Jo. Wir haben da 71er Angriff, 73er Mittelfeld und 71 Defensiv. Und der Joey ist natürlich in fast allen Gebieten besser, außer im Mittelfeld. Da sind wir um 2 Punkte mehr. Aber der Joey ist sehr gut in Defensiv. Er hat ein Real Madrid Logo. Ja, also das Joey, hab ich da wirklich. Mal einen Pick gehabt. Also Joey, bitte, ja. Es geht ja mal gar nicht hier, ja. Hier, das Trikot, guck mal. Sieht schon nice aus, ne? Was sagst du zu meinem Trikot? Ah, schön Neon. Oder hier? No, das ist nicht ganz so neu, aber ich finde das richtig geil. Aber wir wollen jetzt hier auch gar nicht rumschnacken. Oh, nicht verlassen, so. Lass uns mal gleich anfangen. Im Estadio de Mallorca, Spielvereinigung, Schorno 9 ist mein Kommentar. Wen haben wir denn da? Haben wir da irgendjemand Bekanntes? ZDM von Schalke, wer ist denn das nochmal? Den habe ich jetzt noch nicht ganz leicht Neustädte. Erkannt. Ach, Neustädter. Das nee. Wird eine interessante Fußballauseinandersetzung. Und oh. Wir sind als Ihre Kommentatoren dabei, Frank Buschmann und... Ich habe Frank Buschmann vergessen auszuschalten. Aber den Einlauf, den möchte ich mir doch noch kennen. Der ist ja fantastisch. Oder wie findet ihr das? FIFA 14. Im heutigen Spiel heißt Sergej Piputkin. Sergej Piputkin ist unser Schiedsrichter. Hat Manni gesagt. Da! Habt ihr gesehen? Unser Klaas-Jan von der Fahrt. Unparteiisch im heutigen Spiel heißt Sergej Piputkin. Das hast du doch schon gesagt, Manni, dass das Sergej Piputkin ist. Wow, richtig geile Trikots. Prosecco, dachte ich, wird da draufstehen. Da, Ter Stegen! Ist das Ter Stegen dein Dings? Ja, sag mal, das wusste ich doch. Dann haben wir beide den gleichen. Ich habe nämlich, glaube ich, auch Ter Stegen drinne. Nee, ich habe jemand anders. Ich weiß es nicht. Wen habe ich denn da drinne? Ich habe den Leno von Leverkusen drinne. Scheiße. Ich finde das Stadion geil. Ich finde die Aufmachung geil. Danke, dass FIFA 14 rausgekommen ist. Und schade. Nicht nur schade, sondern scheiße, dass wir PC-User nicht die Ignite Engine bekommen haben. Und ich sag. Das geht nochmal ganz gut hier. Ja, kommt gut. Kommt richtig gut. Viele Hamburger drinne, auch viele ja. Leverkusener. Eine sehr gute Aufstellung. Ja, nur mein Sturm. Nur mein Sturm. Gucken wir mal jetzt in Schuhen. Oh, Edin Džeko, Großkreuz im Sturm. Er ist eigentlich Verteidiger. Und Max Kruse. Max Kruse, der heute auch seinen Einsatz hatte in der DFB-Elf gegen Irland. Wir haben gegen Irland 3:0 gewonnen. Richtig verdient. Und wir wollen jetzt mal schauen, jetzt was sie mal hier angeht. Und wir schalten jetzt erstmal hier die beiden Dödels aus. Spiel links da. Zack, zack. Zack. Hallo, Audio. Ihr geht jetzt erstmal Ruhe, denn ich bin hier nämlich der Moderator. Zack, zack, zack. Hast du es gesehen? Nö. Ja, Sego, so nicht hier. Ey, Neustädte. Ah, Leno ist da. Leno hat das Ding hier in Sack und Tüten. Zack. Habe ich den Ball? Ich habe den Ball. Ey! Chiri! Hallo. Nix da hier, Huren. Wir sind schon über die 15 Minuten fast. Wir sind schon über die 15 Minuten fast. Seht zu. Oh, da steht keine. Wieso stand da keine? Dann müssen wir einmal überziehen. Wieso stand da keine Neustädte? Mr. Neustädte, hier, Mr. Neustädte, immer noch Mr. Neustädte. Velati. Oh, aber Schulz hat sich richtig gut dazwischen gehauen. Martin van der Vaart, Hanno Son, sieht ihn.
Rudnes! Rudnes, geh gut durch! Nein, Rudi, was machst du denn? Du darfst doch nicht so raufhauen. Der geht doch in den 90. Stock, die Oma und der Wäschenabteilung. So geht das nicht. Wir sind doch hier nicht bei Karstadt. So, weiter geht's hier in den Seko. Aber nee, Sydney Sam ist da. Wir wollten uns ja Taore holen. Aber ich hab schon... Nein, Taore. Bei mir bleibt der Taore. Max Kruse. Komm vorbei. Und... Nee, hier ist Schmelzer am Werk. Der gute Junge hier vom PvP, der Schmelzer, der macht das Boah, das war hier mein Testing, ne? Also hier mein Testing. Sydney Sam hier, Sydney! Faul ihn nochmal um, faul ihn nochmal um. Tja. Oh. Leno ist da. Beno. Leno ist da. Kann keinen Namen aussprechen. Ne? Was war das? Was war das? Sydney! Ha! Der war offside. Soll ich dir das mal erklären, was das bedeutet? Abseits im Deutschen. Offside. Raus ist die Maus. So, wo soll ich hinspielen? Hyperaktiv. Oh, soll ich hinspielen? Nein! Der geht. Oh. Geht doch keiner hin zum Ball. Grandioses Hin und Her, Mann! Das musst du auch mal auch anerkennen, du Sack, Alter! War's cool? Geh doch, wenn ich dich schicke, schnell. Ach, du bist doof! Kannst auch wenigstens mal sagen, dass das cool war. Nö, möchte ich nicht. Max Kruse! Kruse, nein! Leck mich, ey. Edin, Dzeko. Komm schon, Edin. Ah! Golasso! Ah, leck! Mich fett, Alter. Boah, mitten in die Werbebanner rein, Alter. Ah, oh, scheiße, da hast du auch so ein Glück gehabt, doch. Auf einfach ein Traumgolasso. Hanno Song kann das aber auch, ne? Ein bisschen links, rechts laufen, ne? Boah! Die Möglichkeit! Die verfickte Möglichkeit hier!
Oh, komm schon. Yep, yep, das haben wir genau gesehen. Hätte eigentlich rote Karte geben müssen. Ja, sicher, jawohl. Geiles Ding. Jawohl, Golasso, Golasso, Golasso. Oh Mann, ey, Alter. Golasso, Golasso, Golasso. Die Spielvereinigung Schor 09 hier mit 2-0 gewonnen. Minuten schon, Alter. Alter. Wow. Hammer, 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 Hammer. Also auf jeden Fall ist das Stadion schon mal richtig nice. Oder was sagst du? Ja, finde ich auch. Es könnte ja mal eigentlich auch einen erlaufen, ne? Also mal ganz ehrlich. Alter. Du musst die schicken. Ach, jetzt hör doch mal auf zu düsen, nee, mit deinem blöden Schicken, Alter. Das funktioniert eh nie. Wieso funktioniert es denn bei dir nicht? Ja, weil es nicht irgendwie funktioniert, ich weiß auch nicht. Ja, dann... Boah, keine Ahnung. Kann ich denn irgendwie ein Beispiel geben? Ne, den nicht. Läuft mir alleine. Schick den mal jetzt vor mir. So, jetzt guck mal, jetzt geht er da rein. Keine Ahnung, bei dir geht's nicht. Abo. Alter! Ey, gar nichts. Rote Karte? Ja! Gar nichts. Guck dir das an, Alter. Guck dir das an. Eigentlich hätten gleich alle Spieler von dir rote Karte kriegen müssen. Oh, Scheiße, Alter. Ey, der war so doll gewesen, Alter. Was? Ich bin mit der Mauer ein Stück nach vorne gegangen. Da. Ja, trotzdem, der war so doll gewesen, Alter. Was? Was? Für mich. Hallo, nein. Nein. Oh Mann, ey. Boah, das gibt's doch nicht, Alter. Verdammte Scheiße, Alter, Junge. So geil, Alter, Junge. Das war eigentlich so Offside, ne? Das gibt's doch nicht, Alter, Junge. Das war klar. Ja, habe ich doch geahnt.
Okay. Kommt noch. Boah, das war klar so. Das gibt's doch nicht, Alter, Junge! Das waren doch so sichere Dinge, Junge! Alter, Junge! Das gibt's doch nicht, Junge! Ich war noch dran. Oben. Marc André. Jetzt komm, Alter! Du Hurensohn einer Pudelmutter, Alter! Pudelmutter? Haha! Ach so, wird gespielt, Junge. Ja, und dann kommt er! Boah! Das kann nicht wahr sein, Alter. Boah, Alter, komm, 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 komm. Ja, geiles Ding, Alter. Alter. Gibt's doch nicht, Alter, Junge! Das kann nicht wahr sein, Alter, Junge! Ja! Ja klar! Ja klar, Mann! Willst du mich verarschen oder was, Junge? Du Hurenmodder, Alter, Junge! Nein! Wie lupft der denn? Der ist lange da. Ich hab doch abgegeben, Alter! Wieso gibst du nicht ab, du Pisse, Alter, Junge? Max Kruse, komm schon. Mann, ey, wieso kann der nicht mal wegen diesen Passen richtig, Alter, Junge? Pass doch mal wie ein Mann und nicht wie ein Mädchen, Alter, Junge. Mann, ey, Alter, Junge. Das ist einfach ein verdienter Sieg. Das ist so unverdient, Alter, Junge. Das ist ja die Cheat-Engine, ne? Ja, auf jeden, Alter, Junge. Ey, komm, aber ganz ehrlich, Alter, so viele verdiente Dinge, wie ich schon gekriegt habe, jetzt hier auch, Alter. Ach komm, fick dich, Alter. Jawohl, komm. Einer geht noch, sagst du? Einer geht noch, sagst du? Oh Mann, ey, Alter. Der Max sagt, einer geht noch. Einer geht noch rein. So ist es ja meistens immer, wenn man erstmal zurückliegt, dann funktioniert erst gar nichts richtig. Bei mir liegt es natürlich auch daran, dass ich natürlich ein bisschen Alkohol schon getrunken habe.
Nur deswegen, durch seine Cheat Engine und dem Alkohol, konnte Sean 09 hier noch gewinnen. Du hast sogar eine rote Karte bekommen. Ach, hab ich ganz vergessen. Egal. Ich hoffe, euch hat diese Folge trotzdem gefallen. Also, ich habe trotzdem Spaß gehabt. Auch wenn ich mich aufgeregt habe, bin ich trotzdem noch der Meinung, dass FIFA 14 gutes Potenzial hat, um, also das Jahr 2013, 2014 gut zu überstehen. Ich bin immer noch der Meinung, unsere PCs hätten die Ignite Engine definitiv alle gepackt. Also meine schon. Wie sieht's mit deinem PC aus? Tja, definitiv. Definitiv. Ich weiß nicht, wo EA da ihre Werte hergekriegt haben. Ja, da können wir irgendwie... Also, lasst uns doch mal drüber bisschen kommentieren so, ja? Schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr dazu sagt, dass ihr sagt, PCs sind nicht geeignet für die Ignite Engine, dafür angeblich die PS4 und die Xbox One, die ja eigentlich sogar fast ein bis zwei Jahre hinter den PC Generationen zurückliegen. Aber lasst uns da mal kommentieren, lasst uns da mal diskutieren. Wir beide sind jetzt raus, hoffen, dass euch die Folge definitiv gefallen hat und wir freuen euch, wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Kommentare, wir sind auf jeden Fall gespannt und wie gesagt, lasst einen Daumen da und ein Abo. Wir sagen Tschüss für heute Abend, wünschen euch noch ein schönes Wochenende, bis dann, liebe Zocker, wir sind raus. Tschüssikowski. Er sagt nichts mehr. Nö. Okay, er sagt nicht. Gut, Jesse.